Mehr China-Schrott. Ich habe Billig-Zaubertricks auf Wish bestellt und diese getestet. Das kam bei euch mega gut an und ihr hattet richtig Bock auf noch einen weiteren Teil. Deswegen habe ich mir so gedacht, wir brauchen... Ja. Mehr China-Schrott. Wie findet eigentlich meine neue Deko, die Leiter? Sieht richtig gut aus, oder? Ihr verarscht mich, oder? Das sind nicht wirklich Odyssey-Ringe. Für 4,72 Euro, die normalerweise 30, 40, 50 Euro kosten? Kaufen! Power Experts sichere statische Elektrizitätsentladung Magic Toy. Also zwischen meinen Händen gibt's dann Blitze. 38 Euro mit DVD. Kaufen. Dann das gute alte Ding. 2 Euro. Easy. Den Trick besitze ich schon, das heißt, die kann ich sogar vergleichen. Fackel zu Blume für nur 2 Euro. Easy. Karte zu Uhr für nur 8 Euro. Der kostet eigentlich auch so 30, 40 Euro, wenn ich mich nicht irre. Wahrscheinlich 30, 40. Das sind einfach 75 Euro. Firewallet für nur 8 Euro. Kaufen. 20 Schwammbälle für 5 Euro. Ich glaube, das könnte wahrscheinlich das einzige sein, wo man wirklich drüber nachdenken kann, okay, ich spare mir hier eine Menge Geld, wenn ich das auf Wish bestelle. Kaufen. Gucken wir mal, wie die Qualität ist. Fingercutter Magic Toy. Ah, 4 Euro testen wir das mal. Der gute alte Gag. 3,79 Euro. Easy kaufen. Ha, das Messer durch den Arm. Und da ist auch Fake Blut mit dabei. Das wird, glaube ich, das teuerste Item hier. Testen wir mal, ob das so gut aussieht wie das Original. Unser Warenkorb ist voll. Diesmal ist es sehr viel günstiger als beim letzten Mal. 187,14 Euro ist der Gesamtbestellwert. Hier, so viel günstiger ist es gar nicht als beim letzten Mal. So, deine Bestellung ist unterwegs. Und jetzt heißt es warten. 2000 Jahre später. Der ganze Stuff ist angekommen mit einer kleinen Ausnahme. Das Einzige, worauf ich mich wirklich gefreut habe, nämlich das Messer durch den... Das wurde leider storniert, war nicht lieferbar. Schade. Fangen wir einfach mal beim ersten an. Die Schwammbälle. Da ist ein QR-Code. Ich will erstmal wissen, was sich dahinter verbirgt. Einfach nur ein Text. 7HH9 irgendwas. Das war also nur fürs Versandteam und kein Tutorial. Wie ist die Qualität? Boah. Das geht. Ist ein bisschen klebrig tatsächlich. Ist ein bisschen komisch. Oh, okay. Aber die Qualität ist gewohnt, wie man es kennt. Eher top oder eher Schrott? Er top. Na, vergangen jetzt mal die Warte. Warte. Auf dem Foto waren die Schwammbälle alle bunt und es wurde auch damit geworben, dass sie genauso aussehen wie auf dem Foto. Erhalten habe ich allerdings eine Tüte voller roter Schwammbälle. Next. Ah, das ist die Fingerfalle. Frag mich nicht wieso, aber ich habe irgendwie 2 Stück geliefert bekommen. Okay. Stonks. Jetzt die Fragen. Sollen wir mal Finger in den Kopf oder? Okay. Ja, es täuscht irgendwie exakt gar nicht, weil man die Klinge gar nicht richtig sieht. Ja, man sieht, wie die Klinge auf meinen Finger drauf drückt. Ja, genau, da sieht man sie. Ich stecke meinen Finger einmal komplett durch hier. Und 3, 2, 1. Gott. Next! Aha! Also das sind mehrere, ich ziehe mir Tücher aus dem Mund Gimmicks, aber das Problem ist, es ist so wie immer einfach nur, irgendein Hersteller aus China hat die Originalidee genommen, sie schlecht, in super schlechter Qualität nachgemacht und verkauft die billig, weil er nicht mal die Tutorials bietet. Hier sind keine Tutorials dabei. Das Problem ist, wenn ich das Gimmick jetzt gar nicht kenne, weiß ich nicht mal, wie müsste ich das jetzt anwenden. Ich kritisiere gerade, dass irgendein Billighersteller ohne CE-Siegel, ohne Sicherheitshinweise, ohne alles aus China irgendeinen Kack billig nachmacht. Ich steck's im Mund. Perfekt. Okay, gut. Das war eine Hälfte. Oh, das mache ich nie wieder. Das handelt sich richtig, richtig schlecht. Es ist nicht ansatzweise so smooth wie das Original-Gimmick. Gott. Ah, hab ich noch Kaffee? Nein, natürlich nicht. Habt ihr schon genug zu trinken? Dann lass mal anstoßen. Drück mal kurz Pause, schnappt euch was zu trinken. 3, 2, 1. Cheers! Größerchen. Warte mal. Du hast noch nicht geliked? Warum? Das ist für dich nur ein einziger Klick. Aber für mich ist es ein Riesensupport. Danke euch. Okay, das sind die Blitze zwischen meinen Händen. Na, dann gucken wir mal. Werde ich jetzt zu Zeus oder zu Thor? Ein Tutorial? Oh mein Gott, guck mal! Wow, und eine Anleitung! Auf Chinesisch! Kann das wer lesen? Google Lens. Vorsichtsmaßnahmen für Generatoren für den menschlichen Körper. Detaillierte Gebrauchsanweisung und Vorsichtsmaßnahmen und dann die Requisiten bedienen. Bitte Videotutorial ansehen. 4 AA-Batterien. Wenn sie andere durch Stromschlag töten... Warte, ich mache euch eine Bildschirmübertragung, das glaubt ihr mir sonst nicht. Unter Punkt 8. Da. Wenn sie andere durch...
Hä? Wenn sie andere durch Stromschlag töten, werden sie auch selbst einen elektrischen Schlag spüren. Hab ich hier eine Mörderwaffe gekauft? Aus China? An der Stelle mal ein kurzer Einschub. Freunde, ihr wisst, ich habe sehr selten Sponsoren für meine Videos, nehme aber zunehmend mehr und mehr Geld für diese Videos aus und stehe dementsprechend vor einem Dilemma. Deswegen habe ich ja die Seite mattisupport.de erstellt, wo ihr von mir Sachen kaufen könnt, die ihr für eure Magie gebrauchen könnt. Und ihr dabei wisst, die ganzen Einnahmen gehen zu 100% an mich. Für diese Woche habe ich euch was ganz Besonderes vorbereitet, denn ich werde immer wieder danach gefragt, woher bekommt man eigentlich solche coolen Dollarmünzen oder Half-Dollar-Münzen, die man für seine Zauberei verwenden kann, palmieren kann und so weiter. Deswegen gibt es jetzt für euch auf mattisupport.de Half-Dollar-Münzen. Das hier ist eine Dollarmünze, die hat einen Durchmesser von 3,8 cm. Die kann ich mit meiner Handgröße ziemlich perfekt klassisch palmieren. Zack, bam, und da habe ich sie in der klassischen Palmage und die Münze fällt nicht aus meiner Hand. Half-Dollar-Münzen haben einen Durchmesser von 3 cm, sind also etwas kleiner als das. Also falls ihr das Problem bei Dollarmünzen habt, dass die euch zu groß sind für eine klassische Palmage, dann habe ich genau das Richtige für euch. Ihr bekommt bei mir auf mattisupport.de entweder eine Half-Dollar-Münze für 5 Euro oder wenn ihr gleich 5 auf einmal bestellt, statt für 25 Euro für 20 Euro 5 Münzen. Ich schenke euch also, wenn ihr 5 Münzen bestellt, die fünfte. Kostenlos. Au, auf meinen Nacken. Abgesehen von den Einkaufskosten, die ich hatte und Versandkosten, blablabla, Steuern, blablabla, alles, was am Ende übrig bleibt, geht zu 100% an mich. Dankeschön an alle, die mich damit unterstützen. Ich weiß das sehr zu schätzen. Und jetzt direkt zurück zum Video. Leute, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich testen sollte. Das ist aus China. Hier gibt es keine Sicherheitsbestimmungen für. Wie als wenn das jetzt ein Gerät aus der EU wäre. Ich weiß, 99% der Geräte, zum Beispiel auch mein Handy, 99% der Geräte, die wir so verwenden, die Kamera, in die ich gerade spreche, das Mikro, in das ich gerade quatsche, ich weiß, das ist made in China. Aber ich weiß auch, das ist unter bestimmten Vorschriften made in China, damit es hier in der EU verkauft werden darf. Das habe ich aus China importiert. Bin mir nicht ganz sicher. Wisst ihr was? Wir testen das gleich. Ich packe erstmal die anderen Sachen aus und das machen wir zum Abschluss. So ein bisschen Angst jetzt, ne? Warte, das ist die Fire Wallet und da ist weder eine Sicherheitsanweisung dabei, noch überhaupt die Gebrauchsanleitung. Ich sehe, wie es funktionieren dürfte, aber ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich es zum Laufen kriegen würde. Muss hier jetzt irgendwo Benzin rein oder muss ich das irgendwo aufladen und das passiert elektronisch? Ich weiß es nicht. Okay, da kommen Funken. Und wie kriege ich das jetzt zum Brennen? Also ich kenne so Pyro-Gimmicks. Ich weiß, wie die normalerweise funktionieren. Normalerweise müsste ich jetzt irgendwo Benzin oder Spiritus hin. Aber ich wüsste nicht wo. Flashpaper vielleicht oder so? Also nur mal aus Interesse. Was würde passieren? Einfach mal so ein Streifen Papier als Brennmaterial. Ich habe hier eine Tasse. Da kann es drinnen zu Ende brennen. Kann es direkt löschen. Ich habe Wasser hier. Bestes. Bevor man ja normalerweise so, Mann, ich bin echt ausgebrannt. Das Einkommen eines Zauberers in der Corona-Pandemie. Okay, ich erzeuge Rauch ohne Ende, aber ich erzeuge keine Flamme. Da fehlt Spiritus, der muss da irgendwo hin, aber ich weiß nicht wohin. Es funktioniert an und für sich. Ich glaube, das ist das Originalprinzip in billig und schlecht verarbeitet. Und ich habe keine Ahnung, wo kann ich hier jetzt was reinmachen, damit hier wirklich Feuer entsteht. Schrott. Ich werde das aber noch zum Laufen kriegen. Ich verspreche euch, ich werde damit noch Feuer machen. Apropos Feuer, warte mal. Hatte ich da nicht eine Rose zu Fackel oder Fackel zu Rose bestellt? Das wird nicht storniert. Ich habe da kein Geld für zurückbekommen. Aber das wird gar nicht geliefert. Ich wurde einfach abgezockt. Darauf bin ich jetzt sehr gespannt. Das ist die Karte zur Uhr. Normalerweise 75 Euro. Jetzt wie viel? 5? 10? 3? Irgendwie so? Gott, was ist das denn für eine Uhr? Das seht ihr jetzt vielleicht durch die Kamera nicht, aber das ist einfach eine Plastikuhr. Das ist keine echte Uhr. Aber das ist doch nur das halbe Gimmick. Warte, warte, warte. Du kaufst Karte zur Uhr. Du erhältst eine Billiguhr aus Plastik. Ende. Und nicht mal ein Tutorial, wie du dir wenigstens selbst das Gimmick aus einer normalen eigenen Karte basteln könntest. Es ist nichts dabei. Hier sind QR-Codes. Ich scanne die noch einmal kurz. Vielleicht urteile ich zu früh. Kein Link. Und auch kein Link. Das ist nur für die zum Versand. Es ist kein Tutorial dabei. Du bezahlst hier Geld für eine Plastik. Warte mal. Oh mein Gott, die funktioniert. Schau mal auf den Sekundenzeiger. Seht ihr das? Der tickt. Das hätte ich ja jetzt gar nicht gedacht. Die ist so schlecht verarbeitet. Du kriegst halt einfach eine hässliche, funktionstüchtige Uhr. Ende. Ende. Glückwunsch, Matti. Du bist jetzt Besitzer dieser Uhr hier. Und Pino, willst du die haben? Bitte schön. Viel Spaß. Ah, sie hat's schon kaputt gekriegt. Ich hab's dir doch aus dem Joke gegeben. Beste Qualität. Die ist kaputt. Also das heutige Video ist echt eine verdammte Enttäuschung. Beim letzten Mal konnte ich ja wenigstens so 2-3 magische Effekte doch erzeugen. Ich habe einige Male in den Kommentaren gelesen, hey Matti, ich weiß gar nicht, was du hast. Du sagst, das wäre alles Schrott. Die Zaubertricks fuhlen mich alle. Weil ich da wenigstens ein bisschen was draus machen konnte. Aber das heute ist ja wirklich nur Schrott. Ich habe fast 200 Euro ausgegeben für einfach nur Schrott. Hier ist ein Bicycle Deck, aber made in China. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Was?
warte mal. Ist das das Original Bicycle-Design? Weil falls ja, ist das eine Markenrechtverletzung. Das Back-Design von Bicycle ist geschützt. Die Face-Karten, die sind Open Source. Die darf jeder verwenden, selbst genau du da draußen. Aber das Back-Design, das ist markenrechtlich geschützt. Was habe ich denn da überhaupt gekauft, dass ich jetzt ein Kartenspiel erhalte? Ich weiß es gerade schon gar nicht mehr. Ah doch, ich weiß es wieder. Und einmal mit den Vorderseiten zu euch. Ah, nochmal. Nice. Ganz ehrlich, Leute, das ist das einzige brauchbare Gimmick, das in diesem ganzen Video bisher dabei war. Das hier. Top. Klar, das sind jetzt keine gut verarbeiteten Karten, aber braucht ja gar nicht. Wenn du auf der Bühne stehst, du bist weit weg, die Zuschauer wissen nicht, ob das jetzt einfach nur irgendein billiges Plastik ist. Schnuppe. So eine kleine Scherzeinlage. Guck mal, ich habe Cardistry gelernt. Und dann am Ende der Joke hier. Fertig. Reicht völlig aus. Also die Schwammbälle und das Ding hier, die einzigen brauchbaren Gegenstände heute. Bisher aber, das packe ich definitiv nicht wieder zurück in die Deckschachtel, weil das war so ein Krampf, die rauszukriegen. Ich kriege sie safe nicht wieder ohne Probleme rein. Ah doch, es geht. Machen wir so halt. Zwei Sachen sind da noch und dann wollte ich mir ja noch Elektroschocks verpassen. Eventuell was anzünden hier. Okay, jetzt bin ich ultra gespannt. Das hier ist der Original Odyssey Ring für 50 Euro. Damit kann man sehr, sehr schön Effekte machen, wie zum Beispiel das hier oder auch das hier. Wie ist jetzt die Qualität dieser Billig-Nachmache? Ich erhalte 3 Odyssey-Ringe. Also, der Gimmick-Ring ist okay. Ist nicht perfekt, fühlt sich auch etwas weird an, aber ist okay. Gut, das war jetzt nicht ganz clean, weil er sich sehr seltsam handeln lässt. Aber beim echten Odyssey bekomme ich zusätzlich, und das ist super wichtig, einen Ring, abgesehen vom Gimmick-Ring, den ich mit einem sehr intelligenten Switch am Ende dem Zuschauer zum Untersuchen geben kann. Das ist die halbe Miete. Wisst ihr, was hier der untersuchbare Ring ist? Achtung! Das ist einfach ein Gummiring. Was ist das denn? Hier, du darfst auch untersuchen. Hier, guck mal, ist ein ganz normaler Ring. Hier, boing, boing, boing. Was ist da so ein Kack? Es sind auch noch 2. Ich dachte, es wären 3 Gimmickringe. Es sind 2 von diesen Gummiringern, den der Zuschauer untersuchen darf. Und ein Gimmickring, der aber genauso zusammengebaut ist wie der Gimmickring im echten Odyssey. Und der hält tatsächlich auch erstaunlich gut. Also, der Gimmickring ist super. Aber ich habe kein Tutorial. Ich lerne also gar nicht, was bringt mir ein noch so tolles Gimmick, wenn ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Woher soll ich denn wissen, wie ich dieses Handling hier mache zum Beispiel? Das Standardding, das ich jetzt die ganze Zeit vorgeführt habe. Woher soll ich das wissen, wenn ich kein Tutorial habe? Und was soll der Zuschauer bitte untersuchen an diesen Gummiringern? Nee, Ringern ergibt gar nicht. Ja, egal. Also, der reinste Schrott. Bitte, tut mir einen Gefallen, kauft das nicht. Bitte, wenn ihr Odyssey lernen wollt, kauft euch das Original. Beispielsweise im JCM Store. Da habt ihr das Tutorial von Callan Morelli mit drin. All seine Ideen, seine Gedanken, die er dazu hatte. Der Originalerfinder. Und ihr lernt krasse Handlings dazu. Kauft bitte nicht so einen Schrott. Wobei das Gimmick selbst gut verarbeitet ist. Ein Pluspunkt, 5 Minuspunkte. Dann war da noch das hier. Das steht als Beschreibung auf dem Umschlag einfach nur Schal. Wann habe ich denn einen Schal bestellt? Was habe ich denn da bestellt? Ach, der Schal ist das. Ah. Oh nee, das ist ja kack. Okay. Das ist mit Schal gemeint. Whee! Ja, also ich habe hiervon auch das Original-Gimmick. Der Unterschied zum Original ist, im Original ist es ein wunderschönes Seidentuch und es fühlt sich einfach gut an. Das hier ist jetzt wieder so ein komischer, harter Stoff. Seht ihr das? Das ist gar kein wirkliches Tuch, sondern das ist wie so Plastik. Das ist richtig, richtig, richtig billig. Genau wie deine Mutter. Ich sag mal, für die Bühne reicht's, wenn ihr mit etwas Abstand auf dem Kindergeburtstag steht und guck mal, Kinder, das reicht. Das funktioniert, das ist funktionstüchtig, also es ist kein Schrott in dem Sinne. Aber ich würde damit jetzt nicht in die Reihe gehen und ein Kind das anfassen lassen. Das wäre mit meinem Original, das ich habe, nicht das Problem, weil sich das, wie gesagt, wirklich schön anfühlt. Also hier, es ist kein Schrott in dem Sinne, es ist brauchbar, aber es fühlt sich nicht schön an und sieht doch nicht so schön aus. Eher top als Schrott, aber Schrott. Aber top. Keine Ahnung. Und jetzt kommen wir hierzu. Darauf habt ihr alle gewartet, dass der Matti sich jetzt gnadenlos mit einem Elektroschock tötet. Gucken wir uns erstmal das Tutorial an. Okay, ich sehe schon mal eine chinesische MP4-Datei. Hier sieht man jetzt erstmal eine Performance in 144p gefilmt. Also die Idee dahinter ist halt einfach, dass man sein Gegenüber schockt, aber ohne, dass man irgendwie ein Gimmick in der Hand hat oder so, sondern man zeigt seine leeren Hände, berührt die Person und das passiert mir tatsächlich jeden Tag mindestens 5-mal, weil auf unserer Couch sich unser Hund Pino, die lädt sich da nämlich auf, rennt auf der Couch rum, dann geht sie zu dir, will mit dir kuscheln oder du willst sie streicheln, berührst sie und sie zuckt nicht mal mit der Wimper, reagiert nicht, sie guckt einfach so.
Ja, aber das ist die Idee dahinter und wird das jetzt auch erklärt hier. Gut, das kann man dann natürlich auch nutzen, wenn man sich elektrostatisch auflädt. Ergibt Sinn. Zeigen dir hier jetzt einfach nur verschiedene Performances, die man damit machen kann. Und man leitet Wasser ab. Genau, kennt man alles aus dem Schulunterricht. Spricht wer von euch Chinesisch? Ja, das Tutorial geht 12 Minuten 18. Davon waren jetzt 3 Minuten Präsentation. Also es ist ein 9 Minuten langes Tutorial. Ich lerne jetzt eh nichts aus diesem chinesischen Tutorial. Also gucke ich mir das einfach mal an. Es ist ausgeschaltet. Hier ist ein Batteriefach, welches ich nicht aufkriege. Super. Okay, ich krieg's nicht mal auf. Vielleicht mit dem Messer. Bisschen Druck hier. Ich krieg die Kappe nicht mal auf. Aber mal ganz abgesehen davon, Freunde, schreibt mir mal bitte in die Kommentare. Würdet ihr so einer Konstruktion aus China für 5 Euro mit einem Metallstab und einer Reißzwecke vorne dran, was einfach so geliefert wird mit einem chinesischen Tutorial, wo drin steht, Vorsicht, falls ihr jemanden tötet, würdet ihr das jetzt einfach für so ein YouTube-Video hier vorne einschalten und probieren? Ganz ehrlich? Ich glaube, ich lasse es lieber. Ich glaube, das könnt ihr mir verzeihen. Ich glaube, wenn ihr in meiner Situation wärt, ich glaube, ihr würdet das auch nicht machen. Ganz weit weg jetzt. Aber eine Sache lässt mich jetzt noch nicht locker, ne? Haben wir Benzin zu Hause oder so Spiritus? Oder warte mal, Glasreiniger, ne? Aus. Das Einkommen eines Zauberers in der Corona-Pandemie. Na? Hab schon. Digga, ich habe da so viel von diesem Lösungsmittel drauf gekippt, dass wir kein Feuer fangen, ne? So, Nachschub. Komm schon! Nee. Das war knapp. Yay! Das war's. Der Rauchmelder reagiert schon nicht. Oh. Fertig. Blut ist aus. Okay, das war ein voller Reinfall. Aber das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich dann ja die Methode vom Original Firewallet revealen würde. Aber ich habe das Leder vom Portemonnaie ganz schön angekokelt. Ja, aber das ist absolute Kacke. Hier ist die Bilanz. Diese Gimmicks fand ich top, diese Gimmicks fand ich Schrott. Und darunter auch noch einmal die Summe. So viel Geld habe ich für top ausgegeben und so viel für Schrott. Ihr seht, ich habe 200 Euro dafür ausgegeben, diese 3 Gags hier machen zu können. Was lernen wir daraus? Wir sparen Geld, wenn wir nicht versuchen, billig irgendeinen China-Schrott zu kaufen, sondern es ist günstiger, die teureren Originale von den Original-Creatern zu kaufen, die Original-Erfinder, die teilweise Jahre Herzblut in eine Idee gesteckt haben, zu unterstützen. Davon profitieren wir, davon profitieren die Erfinder und alle sind so miteinander. Danke, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt und falls ihr mein letztes Wish-Video noch nicht gesehen habt, dann klickt jetzt hier auf diese Abschlussabmerkung drauf. Wahrscheinlich Abmerkung. Genau, ist nicht eine Anmerkung, ist einfach eine Abmerkung. Ende. Ende.